Vivian, wegen Mo's Blackout-Kurs nehmt ihr bei Temptation Island teil, damit Mo dir seine Treue beweisen kann. Dann erfährst du, dass er dich anscheinend mit einer der Verführerinnen schon vor Temptation Island betrogen hat. Und trotz dieser eindeutigen Fakten hatte ich beim Lagerfeuer das Gefühl, dass du es einfach nicht an dich ranlässt. Ja, ich hatte einfach wie so eine Schockstarre. Ich war komplett schockiert. Ich konnte auch gar nicht richtig meine Emotionen freien Lauf lassen, weil ich einfach ja, in dem Moment schockiert war. Natürlich habe ich die ganze Zeit gehofft, dass es halt nicht stimmt. Und als er das dann halt rausgehauen hat, dass es halt wirklich stimmt, dass er mir fremdgegangen ist, war ich einfach schockiert. Ja, dementsprechend wollte ich dann einfach nochmal im Nachhinein persönlich mit ihm darüber reden und dann nochmal mehr ins Detail gehen. Und deswegen kam es vielleicht auch so rüber, als hätte ich es jetzt nicht richtig wahrhaben wollen. Es gab aber mal wieder, Überraschung, eine andere Verführerin, die fandest du auch noch ganz spannend. Wie würdest du denn dein Verhältnis zu Sandra beschreiben? Für mich war es wie eine beste Freundin da drin. Und ich habe mir. Gehst du so mit deinen Freunden um? Ja, natürlich nicht. Es ist halt eine Ausnahmesituation. Ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt, nachdem ich das gesehen habe. Weil es hieß immer so: Nein, ich wünsche dir nur das Beste, nur das Gute. Und dann im Nachhinein, wenn ich das sehe, wie es halt. Ja, wie das halt alles so aussah, ist schon wie ein Messer ins Rücken. So. Aber du hast ja auch mitgemacht. Habe ich mitgemacht und da stehe ich auch, klar. Aber für mich war es halt. Also, es kam ja nicht nur von ihr aus. Das Schöne ist, wir haben einen Videobeweis. Wer hier wem das Messer in den Rücken rammt, das sehen wir jetzt. Ich bin halt einfach nur enttäuscht, dass es immer wieder so war. Dass es immer wieder passiert ist. Kann sein, dass du vielleicht ab und zu mal geschlafen hast, aber es gab auch oft genug Situationen, wo du wach warst und wo ihr trotzdem da gelegen habt. Und wo du sie in den Arm genommen hast, wo ihr gekuschelt habt, Arm in Arm, wo sie deine Hand massiert hat, wo ihr unter einer Bettdecke gelegen habt und geredet habt. Und da kannst du jetzt auch nicht sagen, ich habe da geschlafen. Ein Glück, dass wir die Frau hier haben, na Gott sei Dank, die Teil des Ganzen war, um für mehr Klarheit und Ehrlichkeit zu sorgen. Sandra. Hello. Hello. Wo kann ich hin? Setz dich gerne. Daneben? Ja. Na super. Hi. Danke, dass du da bist. Danke auch. Wir haben nämlich einige Themen, wo es einige Differenzen gibt. Deswegen brauchen wir dich, damit wir wissen, was war die Realität. Mo sagt zum Beispiel, alles, was bei euch war, war freundschaftlich. Siehst du das genauso? Meinerseits definitiv, seinerseits nein. Wieso nicht? Naja, man merkt es einfach als Frau, wie der Mann einen anschaut. Und auch alle Bilder, die du geliefert bekommen hast, es tut mir leid, aber die kamen nicht von meiner Seite aus, sondern von seiner Seite aus. Mhm. Also er hat den Kontakt gesucht und er ist halt immer auch auf mich zugegangen. Und das, was du siehst, das waren meine Grenzen, nicht seine Grenzen. Sobald ich dann gemerkt habe, oh, wir sind auf der Couch eingeschlafen, bin ich gegangen. Nicht er, sondern ich bin gegangen. Verstehst du? Weil das sind meine Grenzen. Aber ich wollte ja nicht mit dir kuscheln, ich wollte nicht mit dir irgendwas zu tun haben. Ich wollte einfach nur meine Ruhe und schlafen. Hast du nicht zu mir gesagt, komm, leg dich? Ja, aber wie war ich? Ich habe dir meinen Rücken. Was willst du denn machen? Was hat das denn damit zu tun? Hättest du denn deinen Arm irgendwie über mich genommen oder was weiß ich was, dann wäre was anderes gewesen. Wenn du Sandra fragst, ob sie bei dir auf der Couch schlafen will, geht es um den Fakt, dass du sie einlädst, bei dir auf der Couch zu schlafen. Es geht nicht um deine Liegestellung, es geht um den Fakt der Einladung. Sich hinlegt. Bitte? Dass sie sich hinlegt, habe ich ja gesagt. Dass sie sich zu dir legt. Nicht zu mir, ich habe gesagt, leg dich hin. Keine Ahnung, warum, mein Fehler gewesen, ne? Hätte nicht sein müssen. Aber trotzdem, dass ich dann im Nachhinein das jetzt von ihr hören muss, dass ich das wollte, dass ich das Ganze jetzt gesucht habe oder was weiß ich was. Ein entscheidender Unterschied ist aber, Mo, du bist vergeben und Sandra ist die Verführerin. Ich habe auch von Anfang an gesagt, bestimmt als Freund oder Mensch gesehen, trägst du dein Herz am rechten Fleck. Ich habe dich wirklich immer in Schutz genommen. Beziehungstechnisch kann ich dich nicht in Schutz nehmen, wenn du ein Betrüger bist. Du hast vor laufender Kamera zugegeben, du bist deiner Frau fremdgegangen. Und auch Vivian, wie gesagt nochmal, es tut mir unfassbar leid für dich. Ja. Kein Mensch hat das verdient. Das ist das Respektloseste, die größte Demütigung, die du einem Menschen antun kannst. Ja, Temptation Island ist definitiv nichts für schwache Nerven. Deswegen dürft ihr jetzt nichts mehr verpassen. Abonniert unbedingt den Kanal. Hier geht's zu all den Folgen. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Besorgt euch auf jeden Fall den Stressball. Und hier gibt's weitere Videos nur für euch.